Es ist wieder Zeit für Inside World Spirits. Mein Name ist Wolfram Ortner. Ich begrüße Sie zur heutigen Folge recht herzlich. Heute dreht sich alles um die Himbeere, die Diva unter den Destillaten, unter den Früchten. Ich habe heute einige hochkarätige Gäste wieder eingeladen, vor allem auch Überraschungsgäste. Recht herzlich begrüßen möchte ich den Georg Rippel, ein Kollege, kommt aus Mariazell, ist seit längerer Zeit Brenner, ist eigentlich gebürtiger Kärntner, hat hinausgeheiratet. Erzähl mal was über deine Geschichte, bitte, Georg. Hallo Wolfram. Servus. Danke für die Einladung. Zuerst ja, gerne, einmal. Bitte. Ja, die Geschichte ist schnell erklärt. Wir sind eigentlich seit Generationen Lebzelter, pflegen auch da das Handwerk und machen einen ausgezeichneten Met. Und irgendwann einmal haben wir gesagt, wir probieren einen Honig zu brennen. Das ist uns dann auch gelungen und so haben wir dann eigentlich begonnen, mehr und mehr zu brennen. Wie viele Jahre brennt sie jetzt eigentlich schon? Seit 35 Jahren. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr irgendeinen sehr heißen Draht zu denen da oben habt. Ihr produziert so Kerzen auch, habt Geschäfte in ganz Österreich inzwischen verteilt, in Wien genauso. So ist es, ja. Wir liefern weltweit sowohl unsere Destillate, aber vor allem den Lebkuchen natürlich. Wir produzieren nur in Mariazell, auch unsere Brennerei steht in Mariazell und wir haben dort knapp 280 Leute beschäftigt. Aber nicht nur allein für die Betriebe, ihr habt ja Gastronomie auch dabei und Hotellerie, oder? Wir haben auch Gastronomie dabei, 3 Betriebe, 2 Hotels und einige Geschäfte. Geschäfte werden ja gerade jetzt wieder einige eröffnet, oder? So ist es. Eins haben wir gerade in Salzburg eröffnet, ein neues jetzt in Mariazell. Also uns wird nicht langweilig. Super. Und zwischendrin freut es mich immer, wenn ich Zeit habe zum Brennen, weil das bringt mich wieder runter. Und der Setschir, schaut dazu. Der Setschir, der korrigiert meine Fehler. Ja, okay, super. Wenn man einen Dirigenten in der Brennerei hat, dann ist das immer perfekt. So ist es. Wenn wir über die Produkte reden, wir haben ja heute die Himbeere ausgesucht. Und die Himbeere ist ja ein sehr aromatisch fragiles Produkt. Es wird ja normalerweise aus Kostengründen immer vergeistet oder aus der Himbeere wird eine Spiritose gemacht. Ihr macht ja reines Destillat. Verwendet ihr eigentlich tiefgefrorene Früchte? Nein, wir verwenden keine gefrorenen Früchte. Wir haben das damit auch probiert. Das ist eine Frucht aus der Steiermark, wächst in etwa 1000 Meter Höhe, reift dadurch sehr langsam und ist eine frische Frucht. Also wird wirklich frisch geklaubt und dann verarbeitet. Ich habe gedacht, in Österreich ist das Sklaventum abgeschaffen worden. Wer klaubt die Früchte? Tja, wir selber. Aber bitte! Komm. Ja, wirklich. Ah, wir werden eingeladen. Die 80 Leute. Nein, wir werden eingeladen und dann glauben wir selber, fahren immer zu 4 da und glauben. Ja, super, ich meine, das ist wirklich eine Strafarbeit. Ihr verwendet ja genauso auch Biofrüchte, oder? So ist es, richtig, ja. Wobei generell, oder? Das keine Bio ist, weil wir gesagt haben, die wächst dort wirklich am Feld. Das ist eine wunderschöne Gegend, daher, die kann nur biologisch sein. Abgesehen davon, man sieht es eh, es ist komisch, wenn man heutzutage eine frische Frucht verarbeitet, kennen viele Leute den Geschmack gar nicht mehr. Vor allem die Kinder, ich meine, das ist ja wirklich eine Tragik, aber so ist es leider. Aber jetzt würde mich weiters interessieren, ist für die eigentlich ein sensorischer Unterschied zwischen einer tiefgefrorenen, einer frischen und einer Bio-Himbeere? Also ich würde mal sagen, zwischen einer frischen und einer Bio ist es schwierig, aber zwischen einer rollgefrosteten oder gefrorenen und einer frischen ist sehr wohl ein Unterschied, definitiv. Was ist der Unterschied? Es schmeckt ganz einfach, die frische Frucht schmeckt intensiver, du hast die Zitrusnoten mehr drinnen, es ist einfach voller am Gaumen. Ist für mich nachvollziehbar. Also das ganze Produkt, wir werden es ja dann verkosten. Patrick, servus. Servus. Was hast denn du mir da mitgebracht? Einen ausgewachsenen Oregano oder was? Nein, ich habe dir ein Basilikum mitgebracht und Basilikum ist wie weiter mit der Pfefferminze. Da gibt es Dutzende Arten und es gibt zwei Hauptarten. Die einen kommen aus Region Indien, Asien und die anderen aus dem mediterranen Raum. Das ist ein italienisches Basilikum aus dem mediterranen Raum. Erkennbar an diesen Blättern, die leicht sich bewegen, größer als die asiatischen Basilikums. Weil den wir eigentlich immer bei uns haben, beziehungsweise der bei uns gebräuchlich ist, der hat die komplett glänzende Blätter, ist auch runder, schaut ganz anders aus. Aber nur den wir haben, der ist im Geschmack eigentlich nussig. Ist der auch nussig?
Ich denke nicht, ist nicht vergleichbar, nicht so nussig, nein. Ja, schaut fast so aus, ja. Aber kann es auch sein, dass der wirklich in Richtung Oregano geht, oder? In welche aromatische Richtung geht der Basilikum, den du mitgebracht hast? Er ist pfeffrig. Ja. Ich glaube, das haben alle Basilikums an sich, grüne Noten, pfeffrig. Wofür würdest du ihn generell verwenden, wenn es um ein Crossover geht, von Küche zu Spiritosen? Ja, Küche und Küche ist das eine. Das sind sicher alle Sachen, die eher aus der kalten Küche kommen, kombiniert mit anderen Gewürzen. Der Klassiker ist ja Caprese, das italienische Gericht, die Tomaten, ja, mit dem Basilikum. Hast du das gemeint? Ja, vor allem in der kalten Küche, es geht darum, der Basilikum ist sehr empfindlich gegen Hitze. Also sobald ich ihn unter Hitze habe, dann wird er bitter. Dann verliert er diese Frische. Beim Caprese hast du den zwischen den Tomaten und dem Käse und dann bleibt er sehr frisch. Kommen die frischen Komponenten durch. Welches Destillat würdest du dazu empfehlen in der Verbindung? Das ist schwierig, weil er ist ja sehr intensiv. Ich habe mir da Gedanken gemacht aus deinem Portfolio, das du hast, eine Himbeere gewählt und zwar Himbeere mit einem Basilikum-Eis. Perfekt ist das sehr. Wie perfekt passt dieser Basilikum zu unserer Kräuterampel, zu den einzelnen Spiritosen davon? Sehr gut sicher beim Gin. Da ja, es gibt Gin-Sorten, die gehen richtig in die Basilikum-Seite. Beim Absinth denkbar und als Aromageber beim Bitter. Patrick, danke wieder. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Danke. So, und da ist unser Überraschungsgast, Franz Klammer. Franz, servus. Prüfen. Schön, dass du da bist. Hallo, servus. Hallo, Trippel. Gebürtiger Kärntner. Hat noch Maria zu Hause geheiratet, weil sie uns nicht mehr Schnee haben oder was, aber bessere Schnee zu machen. Ich weiß es auch nicht. Weiß ich nicht. Aber der Schnee verbindet uns auch. Das heißt, wir haben ja eine schöne Zeit gehabt. Aber du warst halt leider ein bisschen viel erfolgreicher. Aber deswegen habe ich geschaut, dass ich ein bisschen mehr Geist in mein Leben kriege. Deswegen habe ich zum Schnapsbrennen angefangen. Aber ich habe es ja daheim auch Schnaps gebrannt, oder? Naja, wir haben Schnaps gebrannt, also die Mutter ist dann tagelang draußen gestanden, wo wir es angemeldet haben, weil wir haben ja Landwirtschaft, haben wir es anmelden und einen Teil haben wir so als Bauer machen können in dem Gasthaus. Und wir haben eigentlich ganz normal die Moosbirnen fahren. Echt? Ja, bei wachsen sie, wenn das uns halt hinten. Super. Moosbirne, Moosäpfel auch? Ja, Moosäpfel, also Äpfel und Birnen. Brennt ihr jetzt auch noch? Nein, jetzt brennen wir nichts mehr. Das heißt, dass die einzigen Medaillen in den Hause Klammer du immer haben gebracht hast. Ja, ich und nicht, genau. Nicht deine Mutter für die ganzen Produkte gekriegt hat. Ja, aber du bist von Skifahren und wie bist du überhaupt zum Schnapsbrennen gekommen? Weil da gibt es ja keine Obstbaum da rund um die Oma. Ja, ein bisschen eine Beeren gibt es, ein bisschen eine Weißäpfel, aber mit denen kann man eigentlich nichts tun, außer einen Apfelsprudel machen. Nein, bei mir war es, ich habe 1989 Österreichs höchstgelegenen Weingarten ausgepflanzt. Und da habe ich ein paar Luft gebraucht. Ich meine, jetzt wird jeder lachen auf 1000 Meter Wein. Es ist gegangen, es ist ein Tafeltrauben. Das ist kein hochwertiges Produkt, aber es ist gegangen. Muskatähnlich, das ganze Produkt eben von Aromatik. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche ein Produkt. Was ist einfacher? Himbeeren vergären. Eben, super. Das ist das erste Produkt natürlich. Habe gebrannt, hat von Anfang funktioniert. Und so bin ich eigentlich zum Brennen gekommen. Und der Ehrgeiz dahinter ist rein sportlicher Natur. Ich versuche mich eben jedes Jahr zu verbessern. Da siehst du auch, wer immer mehr. Also du wirst immer weniger, du bist immer sportlich. Macht das aus, der Schnapferkost oder das gute Essen, oder was? Ich darf 24 Stunden arbeiten. Also okay, das gut. Das ist das Problem. Nein, Franz, ich meine, uns verbindet sehr viel und ich bin auch sehr froh, ich meine, dass du eben wirklich eben zu mir da zu einem Format kommst, dass wir über Schnaps reden können. Im Hintergrund, du siehst das nicht, laufen immer noch schöne alte Bilder. Aha. Wir haben, glaube ich, eine super Zeit gehabt, aber ich habe ja damals sehr, sehr viel von dir gelernt, aber am meisten oder am wenigsten gelernt habe ich beim Autofahren, weil da habe ich immer gefürchtet, wenn ich mit dir mitgefahren bin. So schlimm war es nicht. Aber jetzt, damit du von mir auch mal was lernst, werden wir jetzt gemeinsam zwei Himbeeren verkosten. Die erste Himbeere ist eben vom Georg, vom Ja, aber Wolfram, aber das Brennen hat gleich von Anfang an funktioniert oder hast du müssen auch üben? Oder was, damit du den super Schnaps so wie Liebesleben, so darf von Anfang funktioniert. Ach so. Nein, ich habe schon ein paar Lehrer zwei Seiten gehabt. Ja. Da war die Latschen, hat mir geholfen von der Vergärung her, hat mir der
Gerhard Mahler, der Weinbauer, den wirst du wahrscheinlich eher kennen. Ja, kenne ich ja alle. Ja, bitte. Denke ich mal. Aber ich habe sehr viel Support gehabt, bin ich sehr froh und deswegen kapiere ich relativ schnell und versuche immer Sachen so zu verbessern, damit es eben für mich eigenständig ist. Ja, und so ist das Ganze eben. Sehr innovativ mit deinen Produkten, wenn man da so die ganze Palette anschaut. Ja, ich meine, wir versuchen eben immer ein Eis zu kreieren und versuchen eben wirklich innovativ zu sein. Und ich meine, jeden Tag das Gleiche zu machen, es gibt ja nichts Schlimmeres. Und wir versuchen wirklich jeden rhythmusmäßig halt in einem bestimmten Rhythmus immer neue Produkte zu kreieren. Mhm. Und das klingt uns recht gut. Aber nur dein Anspruch war ja, der weltbeste Abfahrer zu werden, was du ja genauso warm bist. Ich meine, du musst ja dafür arbeiten. Und das tun wir mir genauso. Ja. Man muss reinknien, genau. Ja, ja, leider. Scheitelknien auch hier und da. Scheitelknien auch so. Und was gibt es jetzt gut? Himbeer. Himbeer. Schickst du mal ein, bitte. Also, aber das ist gut. Himbeer mit 96,3 Punkte beim World Spirits Award. Das ist so ziemlich das Beste. Und was ist das meiste? Gibt es einen 100er oder sowas? Nein, aber 100er? Den gibt es nicht einmal mehr auf der Autobahn. Also, da haben wir trotzdem rund 140. Okay, gut. Nein, es ist so, die Punkte bei uns, 97 oder 98 Punkte geht, aber nur bei Produkten, die nach einer Rezeptur gemacht werden. Wenn es ein reines Lebensmittel ist, sprich eine Frucht, die Natur jedes Jahr anders bringt, hast fast keine Chance. Aber 96,3, das ist totaler Wahnsinn. Aha. Deswegen war es auch Doppelgold. Ja, Doppelgold, aber kommentier's mal bitte. Probier's, ja. Also. Boah, perfekt. Das ist Himbeer. Ja, der Himbeer riecht man aus. Ja. Ja. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Du riechst das ganz einfach anders. Eine frische Frucht ist viel komplexer. Dann hat viel mehr hinten nach und am Gaumen setzt sich das dann ganz einfach. Das Beste an Himbeer, das ich irgendwas gekochen habe. Danke vielmals, das Kompliment gebe ich gern. Also ich bin kein Experte. Weiter. Schmecken muss es. Ja, hier und da trinken. Es muss ganz einfach schmecken. Oh. Schon 10%? 42. Schon sehr, sehr intensiv. Also, ja. sagt man da auch Blume oder was? Oder das Bouquet oder was? Er hat einen starken Nachhall. Also er ist schon sehr kräftiger. Mhm. Er spiegelt den Duft oder widerspiegelt den Duft wieder. Also, genau. Wenn wir schon so ruhig bei der Sprache sind. Ja. Aber es ist eine komplette Explosion im Mund. Ja, ja. Also nochmal einen Schluck trinken. Und das muss man ausspucken, oder was? Nein, das will ich nicht ausspucken. Das ist ja schon drum, oder? Ja, eben. Das Gute spuckt man nicht aus und dann ist jede Verkostung in den Moment. Aber, wir haben ja nicht fünf zum Verkosten. Aber wir müssen seriös sein. Also, okay, gut. Weil sonst, glaube jeder, wir sind da zum Saufen. Ja, das ist. Und dabei sind wir wirklich nur zum Verkosten. Zum Zelebrieren. Jetzt haben wir ein Produkt aus Oberösterreich. Mhm. Die Familie Kassinger hat dort einen Hof. Wachsen die Bäume, so wie es üblich ist, rund um den Hof rum. Sind ein bisschen begnadert da in der Gegend, so wie wir, deswegen haben sie mehr Früchte und produzieren unter anderem auch einen Himbeer. Ist auch ein ausgezeichneter Himbeer und den probieren wir jetzt einmal gemeinsam. Schauen wir mal, was da los ist. Und den schüttet man auch so drauf wie beim Wein, das gleiche Glasel. Wenn es Wein gekrönt, ja. Wenn ein Glas Wein gekrönt ist und vor allem Himbeer auf Himbeer passt immer. Mhm. Schauen wir uns die Himbeeren mal an. Jetzt ist es natürlich auch schwierig. Auf die Aromabomben auf, kann alles nur mal verlieren, aber das ist ein sehr filigranes, dezentes Produkt. Aber sehr die sauber. Himbeer, sehr sauber. Ja, absolut. Also, da sieht man, dass ich nur der Konsument bin. Und jetzt versetzt sich das Experten. Ist das Wichtigste. Das ist ja das Wichtigste. Ja, weil es geht ja darum, dass der Konsument weiß, was gut und schlecht ist. Ja, man, das weiß ich schon. Also riecht auch herrlich. Schön, gell? Also die Nuance, die feine Nuance rieche ich natürlich nicht aus. Ich glaube, ich muss meine Nase ein bisschen besser trainieren. Das können wir machen. Ausgezeichnete Himbeere, muss ich sagen. Deine ist schon fast zu viel. Ja, deine so ist so wuchtig. Das Produkt ist ein bisschen dezenter, hat die ganze Bandbreite, die ganzen Zitrusaromen genauso wie deine. Deine geht ein bisschen mehr so teilweise in den typischen Foxton rein, hat ein sehr starkes Bärenportfolio. Das Produkt ist ähnlich wie deins, ist halt nicht so laut, ist ein bisschen dezenter. Aber wenn jemand ein Produkt will, das nicht so laut ist, nicht so clasht, der Abgang ist anders. Ja, absolut. Ist das das ideale Produkt und sonst ist das andere perfekt. Mhm. Aber jetzt würde ich sagen, also, Prost, danke fürs Kommen. Zum Wohl, danke für die Einladung. Also, es war ein Erlebnis, wie immer, mit dir, Franz. Und bei Ihnen zu Hause möchte ich auch auf Wiedersehen sagen, und ich freue mich schon jetzt, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Inside World Spirits mit Wolfram Ordner. Gesundheit noch einmal.
Gesundheit, Prost. Gesundheit, Prost. Prost. Franz, super, danke nochmal. Wolfram, gern geschenkt. Danke, Georg. Kärntner-Treffen. Das ist ein Kärntner-Treffen, ja.